Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der A&M. Heute gibt es ein ganz, ganz spannendes Video, denn wir besuchen heute einen unserer Partnerbetriebe, nämlich den Ingo Gens von Timber Designs. Ich habe den Ingo schon auf dem Fachfirmenkongress hier bei uns in Hannover kennengelernt und heute ist es mal andersrum. Heute besuchen wir mal den Ingo bei sich in seinem Handwerksbetrieb. Und ich bin schon mega gespannt, mal zu sehen, wie eigentlich die Sachen aussehen, die er da macht. Ja, die Tiny-Häuser und die Carports und vor allem auch, wie kommt man eigentlich darauf, Tiny-Häuser zu machen. Und ich werde mir die ganzen Abläufe mal in seinem Betrieb anschauen. Dort haben sie auch wirklich eine Produktion, wo diese Sachen wirklich vor Ort hergestellt werden. Und ich frage natürlich auch den Ingo, wie läuft eigentlich auch die Zusammenarbeit mit der A&M? Ja, wie viele Anfragen bekommt er eigentlich? Wie hat er es eigentlich geschafft? Oder hat er es geschafft, einen kontinuierlichen Strom an Anfragen aufzubauen, Bekanntheit in der Region zu erlangen und so weiter und auch, ob er auch Mitarbeiter gefunden hat durch die Zusammenarbeit der A&M. Diese ganzen Fragen, die werde ich ihm stellen. Ich bin da mega gespannt, mal ihn vor Ort kennenzulernen und auf diese Reise nehme ich dich jetzt mit und los geht's. So, hi, wir sind jetzt hier angekommen beim Ingo in Waldbröl bei Timber Designs und ja, ich nehme dich heute mal mit und wir schauen uns an, was der Ingo hier so macht. Ne? Also du siehst hier im Hintergrund schon einige Bauten. Ich werde den Ingo gleich mal fragen, was er hier so alles stehen hat, was er genau macht und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und bis dann. So, ich habe mich jetzt hier mit dem guten Ingo mal in das Tiny House reingesetzt und möchte jetzt mal ein paar Fragen stellen. Und zwar, Ingo, erzähl doch mal, ja, wer bist du und was machst du eigentlich genau? Also ich bin Ingo Gens, Zimmerermeister und Geschäftsführer der Firma Timber Designs. Wir produzieren Carporte, Tiny Häuser und alles andere aus Holz. Ja. Wie kam das also? Wie kommt man auf die Idee, Tiny Häuser zu machen? Fernsehbeiträge, solche Media. Ja. Habe ich gesehen, habe ich gedacht, okay, versuchst du jetzt mal. Und jetzt sitzen wir drin. Ja, okay. Und hast du vorher schon Carporte gemacht oder warst du sozusagen komplett neu in dem Bereich? Ich bin seit 25 Jahren Zimmerer und es gehörte eigentlich zum Standard. Mhm. Also Carporte, Dachstühle und alles eben von Hand gefertigt. Dann. Ja. Hast du dann dich direkt am Anfang selbstständig gemacht oder warst du erst noch woanders oder wie war das? Ne, ich habe die Firma jetzt seit 2016. Mhm. Ich war vorher Angestellter. Mhm. Also das war mehr so Hausmeisterservice. Davor auch in der Zimmerei, Holzhandel, habe ich auch mal gearbeitet. Aber dann habe ich eben 2016 gesagt, jetzt möchte ich mal selbstständig damit. Ja, und dann hast du direkt, Timber Designs dann direkt gegründet oder? Ja. Ja, also direkt Timber Designs gegründet. Erst war es eine UG, jetzt eine GmbH. Haben uns damals auf so Hausmeistertätigkeiten beschränkt. Also heißt Innenausbau, Bodenlegen, Terrassenbau und sowas. Und dann sind wir halt gewachsen mit der Zeit. Mhm. Und dann bist du irgendwann rübergegangen in den Bereich Carport und dann irgendwann hast du gesagt, okay, Tiny Häuser könnte auch eine gute Idee sein, oder? Ja, ich wollte halt auch diese Marktlücke mit einschließen. Also das heißt, Marktlücke, Tiny Häuser bauen nicht so viele, sind aber sehr hohe Nachfragen da. Und dann habe ich gedacht, probierst du mal aus, weil wir ja aus dem Hausbau auch kamen, Holzrahmenbauweise und sowas, ist ja ein Zimmererberuf. Und das haben wir uns dann eben gesagt, okay, kriegen wir auch hin. Ja, ja, das ist eben ganz cool, diese Positionierung, ne? Weil die macht ja sehr, sehr viel aus. Vor allem Tiny Häuser sind ja auch relativ hochpreisig, ne, kann man auch relativ hochpreisig verkaufen, ne? Also ich weiß nicht, was nimmst du so im Schnitt für so ein Tiny House? Also es fängt beim Grundpreis an von 25.000 und nach oben ist keine Grenze gesetzt. Ja. Also je nach Ausstattung und was man alles da reinhaben will, wird es natürlich teuer. In diesem hier, wo wir jetzt drinnen sitzen, das liegt so um die 50.000 Euro. Mhm. Ja, das heißt, du bist 2016 dann mit der eigenen Firma gestartet und wie lief das dann? Also wie lief das mit der Kundengewinnung? Am Anfang war alles Mundpropaganda, das heißt, wurde alles über den Mund weitergetragen. Wir haben auch schnell einen Zulauf gehabt, was aber dann auch so ein bisschen ins Stocken geriet. Woran lag das? Also gab einfach nicht noch mehr Empfehlungen und dadurch kam es dann ins Stocken, oder? Ja, weil ich eben keine Werbung gestartet habe. Wir haben es einfach nur so weiter versucht. Wir haben dann ein paar
ja, größere Kunden, also mit Großbaustellen gehabt. Und die haben uns dann das Jahr über Wasser gehalten. Okay. Und irgendwann bist du dann ja zur A&M gekommen, ne? Wie kam das zustande? Also wie bist du auf die A&M aufmerksam geworden? Also aufmerksam bin ich im Internet geworden, weil ich gesucht habe. Also Leute, die mich unterstützen im Was Marketing. hast du da gesucht? Ja, Marketing, Unternehmensberatung, also wie man sowas aufbaut. Eine Strategie, dass man also sein Produkt bewerben kann. Und kam A&M bei Google an erster Stelle und dann mal draufgeklickt. Ein Video, glaube ich, angeguckt oder sowas. Und ja, ein Beispielvideo war da, glaube ich, drin. Und dann angeschrieben und einen Termin vereinbart. Ja, und was hattest du da für eine Situation? Also was war die Ausgangssituation, dass du gesagt hast, du gibst das jetzt mal bei Google ein und schaust, wer mir da helfen kann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was waren so deine Gedanken dahinter oder wie war die Ausgangssituation? Also mein Hauptgedanke dahinter war eigentlich, dass man kontinuierlich seine Aufträge dran kriegt, also mehr Kunden kennenlernt und dass man auch selber präsenter wird, also dass man gesehen wird. Das war für mich so das Wichtigste. Das heißt, du warst sozusagen abhängig so ein bisschen von den Empfehlungen und konntest das nicht so richtig steuern, dass so ein kontinuierlicher Strom dann kommt, ne? Ja, genau. Ja, okay. Und dann hast du quasi geguckt, okay, wie kann man an so einen kontinuierlichen Strom an Anfragen, an Interessenten kommen, ne? Ja. Ja, okay. Gut, und dann hast du dich quasi bei der A&M gemeldet, hast dich dann wahrscheinlich über unsere Internetseite bei uns gemeldet. Und wie ist das dann abgelaufen? Also, hast du mit Sicherheit mit einem meiner Kollegen gesprochen. Ja. Ja, so war es. Das war eben ein Live-Call. Das war für mich auch ganz neu, dass es sowas überhaupt gibt. Also über Zoom, ne? Über Zoom war Das das, kennt ja. man ja heutzutage. Also wir sind als A&M eben komplett digital aufgestellt. Das heißt, wir machen unsere Beratungsgespräche eben digital, ne? Über Zoom. Das kennst du vielleicht, hast schon mal mit Freunden oder Bekannten über Zoom so einen Termin gemacht, ne? Und das heißt, wir betreuen natürlich unsere Partnerbetriebe Deutschland, Österreich und schweizweit, ne? Und machen diese Beratungsgespräche dann eben über Zoom, ne? Das ist das, was dann bei dir auch war, ne? Genau, dann haben wir dir das Konzept vorgestellt und dann hast du gesagt, ja, finde ich interessant. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Ja. Und wie ist das dann gestartet? Also wie lange hat das dann gedauert, bis so die ersten Anfragen dann reinkamen? Also die ersten Anfragen kamen eigentlich ziemlich kurzfristig. Der richtige Schwung kam erst so nach einem halben Jahr, wo dann wirklich Leute kontinuierlich Angebote gekriegt haben und dann auch die Angebote angenommen haben von uns. Ja, das ist natürlich ein Prozess, dass man natürlich auch diese Werbung erstmal auch austesten muss, ne? Ja. Welche Botschaften funktionieren gut, welche Bilder funktionieren gut, ne? Und dann auch eben, was auch ganz wichtig ist, eben auch der Verkaufsprozess, ne? Das hast du ja auch gemerkt, dass man eben auch am besten im Vertrieb dann gut aufgestellt sein muss, Also ne? die Strategie muss ja auch stimmen, ne? Ihr habt Genau. ja euer Skript dabei, wie man es am besten macht, wie man vorfiltert, rausfiltert. Hatte ich am Anfang alles nicht. Ich habe alles rangeholt, was kam. Und im Grunde genommen, wenn man vorher schon am Telefon so ein bisschen ausgliedert, dann kann man sich auch viel Zeit sparen und auch viel Mühe und Arbeit. Ja, was Ingo sagt, ist eben ganz wichtig, weil wenn man eben Anfragen auch gewinnt, egal über welche Art und Weise, ist eben sehr, sehr wichtig, dass man diese Anfragen filtert, ne? Wir also qualifizieren letztendlich, ne? Das heißt, welches Budget kann derjenige investieren? Hat er überhaupt Budget, was er investieren kann? Wie zeitnah möchte er das Ganze machen? Möchte er nur mal schauen oder hat er wirklich Konkretes? Entscheidet er alleine, das ist Genau, auch ganz ja, wichtig. genau. Ja, klar, weil viele haben natürlich dann auch noch irgendwie einen Partner, die Partnerin Ja. und oder müssen es dann noch absprechen, ne? Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wenn zum Beispiel sich der Mann meldet, ne, dass dann zum Beispiel die Ehefrau auch mit im Termin ist, ne, oder dann zumindest gefragt wird, okay, entscheidest du dich jetzt alleine oder zusammen mit Partnerin, Partner, ne, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und das geben wir unseren Partnerbetrieben auch mit, ne, diese Skripte, was du eben angesprochen hast, wie man da am besten vorgeht nach so einem Leitfaden, wenn man dann die Anfragen bekommt, dass man dann eben auch weiß, wie gehe ich damit richtig um, dass ich eben auch Zeit spare, ne, weil wir haben halt häufig auch die Erfahrung, dass eben viele Leute einfach nur Angebote rausschreiben, Angebote, Angebote, Angebote machen. Das kostet natürlich extrem viel Ja. Zeit. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Also, Ja, also ja klar, ja. jedes Ding individuell geplant Ja. dann und dann eben Angebot geschrieben und dann teilweise immer so eine Rückantwort. Ja. Man telefoniert zwar nach, aber ich sag mal so am dritten, vierten Mal tun und dann auch sagen, okay, hat sich erledigt. Ja.
Ja, genau. Also damit kann man sich halt sehr, sehr viel Zeit ersparen, indem man einfach vorher vorqualifiziert. Haben die Leute wirklich das Interesse? Haben sie auch überhaupt das nötige Kleingeld dafür? Ne? Und können sie sich das überhaupt leisten? Weil wir wollen am Ende natürlich auch kein Angebot machen für jemanden, der sich das gar nicht leisten kann. Ne? Also wenn mir jemand am Telefon sagt, er hätte irgendwie 5.000 € für so ein Tiny House, ne, dann weißt du schon, da brauchst du kein Angebot machen. Ne? Und das ist dann ja auch frustrierend. Also manche haben auch das Problem, dass sie denken, naja, ich will meine Kunden nicht ablehnen, aber am Ende willst du ja auch die Zeit von der Person und von dir sparen, weil warum sollst du ein Angebot machen über 25.000 € oder mehr, wenn die Person nur 5.000 € investieren kann, dann denkt die Person ja auch, ja blöd, kann ich mir nicht leisten, bringt mir jetzt nichts, ne? Und du denkst ja auch, ja, habe ich mir die Zeit einfach so ans Bein gebunden, ne? Ja. Okay, und dann ging es ja weiter. Dann, du hast ja dann die Anfragen gewonnen und dann auch die ersten Abschlüsse dann erzielt, ne? Also das was waren das hauptsächlich? Waren das dann Tiny Häuser oder Carports? Ne, hauptsächlich sind eigentlich die Carporte jetzt gelaufen. Tiny Häuser, das hier, ein anderes habe ich verkauft nach Frankfurt und ein anderes habe ich noch für mich selber gebaut, das steht bei mir im Wohnhaus. Ja. Ja, wie viel Umsatz hast du jetzt geschrieben mit den Aufträgen über uns zusätzlich? Also wenn ich jetzt den einen noch zum Abschluss kriege, dann sind wir fast bei 500.000. Fast bei 500.000, ja. Top. Also wir arbeiten jetzt so knapp, ich würde sagen, so 1,5 Jahre. Ein bisschen länger. Bisschen länger als 1,5 Jahre. So 1,5, fast 2 Jahre arbeiten wir jetzt zusammen, ne? Und am Anfang muss man auch sagen, da haben wir erstmal halt daran gearbeitet, dass die Vertriebsstruktur eben richtig läuft mit den Angeboten, die Prozesse und so weiter. Und dann kann man eben auch die Budgets erhöhen und so weiter und dann da letztendlich auch die richtigen Ge Anfragen generieren und dann auch diese Umsätze schreiben. Eben gerade hier, als wir auf dem Hof gefahren sind, kam der Ingo auch noch gesagt, ja, wieder ein Carport geschrieben, ne? Das ist dann natürlich cool. Der kam auch über die Anfragen der A&M rein, hab ich eben gehört, ne? Ja, wir waren ja gerade drüben bei euch in der Produktion. Was macht ihr da genau? Macht ihr da nur Carports oder macht ihr da auch die Tiny Häuser? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Tiny Häuser werden da auch hergestellt. Also die Grobzuschnitte auf jeden Fall. Und also die Hochzeit zwischen Anhänger und eben das oberste Gestell. Und das wird dann so weit fertig gebaut, dass wir es eigentlich rausstellen können, dass das dachdicht ist und die Fenster drinne sind. Und dann kommt der Innenausbau, den machen wir hier draußen auf dem Platz. Wie lange dauert da so eine Produktion von einem kleinen Haus? Ist wahrscheinlich natürlich grob auch unterschiedlich von, Von je der nachdem. Ausstattung her halt, ne? Genau. Aber so in der Regel brauchen wir so 8 bis 12 Wochen. Also Okay. das heißt, vom ersten Tag an, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, er möchte es gerne haben, so 8 Wochen, das ist ziemlich stramm, aber 12 Wochen, dann kann er es gerne hier am Platz abholen Ja. und mit nach Hause nehmen. Du warst ja auch bei uns in Hannover auf dem Fachfirmenkongress, ne? Ja. Wie war das für dich? Also. Also der ganze Tag war sehr interessant. Am besten war natürlich der Abend. Ja. Fein lecker essen gehen und sowas, das war sehr gut. Ja. Ja. Hast du da was mitgenommen für dich beim Fachfirmenkongress, also was du bei dir im Betrieb umsetzen willst? Also, was ich auf jeden Fall umsetzen möchte, ist eben, dass man das alles ein bisschen digitaler macht. Also diese Auftragsannahme, Auftragsvergabe und sowas und eben dieses kontinuierliche Plan. Ja, so eine digitale Baustellenmappe, ne? Digitale Baustellenmappe in dem Sinne, das möchte ich jetzt so als Ja. nächstes Ja. umsetzen, ja. Ja, weil das war ganz cool, weil der Ingo war bei uns in Hannover beim A&M Fachfirmenkongress. Das ist eben ein Kongress, den wir veranstalten von der A&M für unsere Partnerbetriebe, wo es eben darum geht, mehr Mitarbeiter zu finden, mehr in der Region sichtbar zu werden für seine eigenen Produkte und eben auch so die Prozesse und internen Systeme eben zu verbessern, zu digitalisieren. Also eben das Thema digitale Baustellenmappe. Und da war der Ingo eben bei uns in Hannover. Haben wir uns mal das erste Mal persönlich kennengelernt, war richtig eine coole Erfahrung. Da waren noch ungefähr 50 Fachfirmen und Partnerbetriebe von der A&M mit vor Ort. Und ja, war ein cooler Tag. Abends waren wir dann noch schön essen mit dem ganzen Team, mit den ganzen Teilnehmern und hatten da einen schönen Abend verbracht. Also hat richtig Spaß gemacht. Du hast ja auch nicht nur Kunden gewonnen Auch Mitarbeiter. auch Mitarbeiter, ne? Einer ist Ja. gerade gegangen. Ach, okay. Also, Gegangen, also vom Hof gegangen ja, oder? der kommt zwar wieder morgen, Okay. aber der ist nur für heute halt im Ja, Feierabend, okay, genau. muss man dazu sagen. Also, der ist jetzt nicht. Der Der war ist heute jetzt. den zweiten Tag jetzt da. Ja, Also, okay, der cool. kam auch über die Annoncen. Der ist von Norwegen jetzt extra hier runtergekommen Ach, und hat krass. hier angefangen. Ach, cool. Was macht der dann?
Der ist eigentlich Stuckateur, möchte aber gern mehr so diesen Holzbereich machen. Also das heißt Holzbau und sowas. Ja, okay, cool. Ja, und der ist dann tatsächlich über eine Stellenanzeige gekommen oder ist der so über die Anfragen hat er sich Der hat gemeldet? sich die Anfragen angeguckt, Ja. Stellenanzeige hat er nicht ausgefüllt, habe ich dann persönlich Ja. angerufen. Ja, genau. Also war das eine Stellenausschreibung, die wir für dich geschaltet haben? Ja, ne? Genau. Okay, weil bei der A&M, wir schalten ja teilweise also für die Neukundengewinnung Anzeigen und eben auch Mitarbeitergewinnung. Das bedeutet eben, dass man einmal eben bewirbt, okay, hier, wir machen Carports, wir machen Tiny Häuser und aber auch hier, wir suchen Stuckateur, wir suchen Schreiner und so weiter, ne? Ja, Und Allrounder. Allrounder, genau. Und was aber auch interessant ist, ich glaube, das war bei dir auch der Fall, dass jemand einfach auch die, ich glaube, bei deinem Vertriebler war das so, dass der die Anzeigen gesehen hat für die Carports und für die Tiny Häuser und der dann gesagt hat, ey, das finde ich interessant, du vertreibst das ja, da möchte ich mit dabei sein, ne? Das heißt, er hat sich dann einfach quasi auf die Produktanzeigen, ne, für die Kunden eigentlich, hat er sich dann gemeldet und dann Ja. gesagt, finde ich so cool. Ja. Genau. Und der ist jetzt, der hat dann bei dir angefangen und dann im Vertrieb angefangen. Ja, Ja. auf Provisionsbasis. Ne? Also der ist nicht fest angestellt. Ich gebe ihm die Leads oder die Kundenanfragen und er telefoniert die dann ab und Ja. qualifiziert die dann für mich vor, weil es für mich zeitlich auch momentan Ja. nicht so passt. Dann haben wir uns so aufgeteilt. Ja, das ist halt auch ein Effekt, den auch viele unterschätzen. Nämlich, wenn man Werbung schaltet, dann hat das natürlich einen Effekt, aber nicht nur immer auf die potenziellen Neukunden, die man zum Beispiel bekommen will, sondern auch andere in der Region, die sehen das. Du bist online unterwegs, du bist irgendwie digital aufgestellt, du bist auch irgendwie dadurch modern, auch sichtbar in der Region, ne? Und dadurch werden dann auch Leute aufmerksam und können sagen, ey, das macht auf mich so einen guten Eindruck, da möchte ich irgendwie mit dabei sein, da möchte ich mitmachen, da will ich Verkäufer sein, da will ich mit in der Produktion arbeiten und so weiter. Diese Effekte hat man dann auch, ne? Wie war so die Reaktion generell? Hast du irgendwie aus dem Umfeld oder hier in der Region irgendwie ist jemand mal auf dich zugekommen, hat gesagt, ich sehe dich irgendwie hier im Internet oder? Also, ich habe jetzt durch meine Annoncen, die wir haben, insgesamt haben wir in Facebook, habe ich auf einmal 720 neue Freunde. Die kenne ich zwar alle nicht, aber die fragen mich alle. Ja. Und ich werde jetzt auch von meinen anderen Freunden alle gesehen und alle Beiträge, die ich habe, teilen die auch fleißig und das wird immer mehr und immer mehr. Und Wie geht's jetzt weiter? Also was sind so deine Pläne? Also willst du jetzt quasi, du hast ja eben auch erzählt, ihr plant jetzt auch noch eine größere Halle sozusagen mit dazu zu nehmen, ne? Also wie, vielleicht, was sind so deine Planungen für die Zukunft jetzt? Also Zukunft ist, dass ich einen zweiten Zimmereibetrieb also übernehmen werde, der aus Altersgründen aufhören will. Und da sind feste 10 Mitarbeiter, besserer Standort wie jetzt hier auf dem ländlichen. Ne? Leider ist es so. Und dann wollen wir uns einfach nur vergrößern und das weiter ausbauen. Ja, okay, cool. Ja, Ingo, wenn man jetzt Interesse hat zum Thema Tiny House oder zum Thema Carport, wie kann man dich finden? Also am besten im Internet. Timber-designs.de und dann geht es eigentlich schon weiter. Kontaktformular ausfüllen und dann kann ich mich melden. Ja, cool. Also, wenn du jetzt gerade zuschaust und sagst hier, die Eindrücke, die ich hier gesehen habe zum Thema Tiny House, die haben mich interessiert, da möchte ich mehr drüber erfahren, dann geh gerne mal auf die Webseite vom Ingo, timber-designs.de und schau dir das Ganze an. Wenn du sagst, du hast Interesse zum Thema Neukunden oder zum Thema Mitarbeitergewinnung, dann schau auch gerne bei uns vorbei auf der Seite am-beratung.de. Da kannst du dich anmelden für eine kostenlose Potenzialanalyse. Da können wir schauen, wie viel Potenzial in deiner Region ist zum Thema Neukunden, also wie viele Neukunden kannst du dort gewinnen und auch wie viele Mitarbeiter, wie viele Fachkräfte kann man in der Region gewinnen für seinen Betrieb, wie ist das Potenzial, wenn du sagst, ich bin da gerade auf der Suche, ich brauche unbedingt Leute oder ich brauche eben einen kontinuierlichen Strom an Kundenanfragen, an Mitarbeiter, an Interessenten, an Anfragen. Wenn du sagst, das ist wichtig für mich jetzt, dann melde dich gerne bei uns. Wir haben über 500 Partnerbetriebe, denen wir schon erfolgreich dabei geholfen haben, eben mehr Aufträge zu schreiben. Ne? Du hast das eben vom Ingo gehört, wie er es eben geschafft hat, auch mehr Aufträge, mehr Anfragen hier zu bekommen für seinen Betrieb. Wenn du sagst, du brauchst eine Unterstützung, melde dich gerne bei uns. Wir helfen dir dann gerne weiter und beraten dich, was man machen kann. Und ich hoffe, dir hat das Video hier gefallen. Ich sage Ingo, vielen Dank für die interessanten Infos. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib auch gerne einen Daumen hoch oder wenn du Fragen dazu hast, schreib das gerne unten in die Kommentare rein. Da antworte ich auch persönlich auf die Fragen, die du dort reinschreibst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.